Zum Thema Islam sagen. Zweitens, ich will auf das Thema Integration eingehen. Und drittens, ich will etwas noch zum Schweizer Referendum. Der Islam ist natürlich eine Religion. Ja, das ist aber nur ein Teil, was der Islam, was den Islam ausmacht. Und wir leiden immer wieder Schiffbruch, wenn wir versuchen, den Islam ausschließlich als Religion zu betrachten. Weil wir nämlich dann all die Maßstäbe ansetzen, die wir unter dem Aspekt der Religionsfreiheit sehen und übrigens für völlig selbstverständlich halten. Und so soll es auch bleiben in unserem Land. Aber der Islam ist eben nicht nur eine Religion, sondern der Islam ist ein politisches System. Es ist ein Gesellschaftssystem, eine Weltanschauung, die ein ganzes Gesellschaftsmodell beschreibt, das ein eigenes Rechtssystem mitbringt, das die Menschen, das Zusammenleben der Menschen vollständig reguliert oder zu regulieren trachtet, das die Menschheit sozusagen in zwei Teile teilt, nämlich in einmal die Ungläubigen, man kann auch sagen die Anhänger dieses Systems oder also die Ungläubigen sind natürlich die Gegner des Systems, die Gläubigen die Anhänger des Systems. Diese Aufteilung nimmt den Islam rigoros vor. Das finden Sie in all den Schriften. Der Islam ist eine Ideologie, die totalitär ist, die vielfach inhuman ist, die intolerant auch ist, intolerant anderen Religionen gegenüber, intolerant Andersdenkenden, intolerant insbesondere gegen Nichtgläubige ist, aber die auch intolerant und unterschiedlich die Menschen in sich betrachtet. Also das beste Beispiel ist immer die Rolle der Frau, die im Islam völlig anders gezeichnet ist, als wir sie verstehen. Der Frau ist eine ganz klare Rolle zugewiesen. Sie darf notfalls auch gezüchtigt werden. Sie hat weniger Rechte. Wir kennen das alles vielleicht oder auch nicht. Frauen im Islam sind zum Beispiel vor Gericht, da ist die Aussage nur halb so viel wert, auch in der Erbschaft sind sie anders berücksichtigt als anderswo. Das alles sind politische Aussagen zum Islam, die haben mit Religion nur bedingt zu tun. Das Problem ist aber, dass all das, was den Islam letztlich ausmacht, damit wird faktisch der Koran und all das, was es noch gibt, die Hadithen, wird im Grunde zu einem politischen Buch. Der Islam ist auch Politik und das ist ganz wichtig zu wissen, weil wenn man nur mit dem Verständnis von Religion rangeht, kommt man nicht weiter und wird nicht alles verstehen, was da ineinander eingreift und ineinander übergeht. Sie alle kennen das Thema Religionsfreiheit im Islam, dazu braucht man nur in islamischen Ländern schauen, dann weiß man, wie dort Religionsfreiheit verstanden wird, die gibt es faktisch nicht. Im Iran gibt es gegenwärtig die Initiative, den Abfall von Islam mit der Todesstrafe letztlich zu ahnden. Die Apostasie, Abfall von Islam, wird mit der Todesstrafe letztlich geahndet. Das ist 2008 in den Parlamentsbetrieb, sozusagen in dieser Scheindemokratie im Iran, ist das in die Mühlen gegangen und es wird ganz sicher am Ende auch zum Abschluss kommen. Und es sind allerdings auch jetzt schon Menschen, die vom Islam abgefallen sind, dafür letztlich getötet worden. Der Islam, und da blicken wir einfach in die Welt, und dann will ich auch schon gleich zum nächsten Thema kommen, der Islam, wenn wir in verschiedene islamische Länder schauen oder vielleicht mit der Entstehung beginnen, ist seit seiner Entstehung durch Waffengewalt ausgebreitet worden. Diese sozusagen Übernahme der Länder haben sich stets ausgezeichnet durch Mord, Zwangsislamisierung und letztlich auch Vertreibung, wobei Zwangsislamisierung immer den größten Raum einnahm. Die Vertreibung ist eher das, was dann später folgte, viele Menschen, die dann flüchteten vor dieser Gesellschaftsordnung, vor diesen Modellen. Es gab auch ruhige Zeiten und ruhige Epochen.
Aber, und da komme ich auf die jüngste Zeit zurück, man kann sagen, seit Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, seit den 70er Jahren, ist die Islamisierung verschiedener Länder wieder massiv vorangeschritten. Wenn Sie zum Beispiel in die Türkei schauen, wenn Sie schauen, was durch die Reformen Atatürks damals in der Türkei erreicht worden ist, dann wissen Sie, und Sie schauen sich das mit heute an, dann wissen Sie, dass man momentan massiv wieder dabei ist, bestimmte Reformen, die es damals gegeben hat, zurückzudrehen und heute wieder ganz klar auf dem Weg ist, die Scharia, also das islamische Recht, zum Staatsrecht zu machen. Also viele islamische Regeln in das Staatsrecht zu überführen. Es gibt gerade in der Türkei massive Gegenbewegungen. Die werden teils nicht beachtet. Viel zu wenig übrigens in der Welt. Es gibt in der Türkei ganz offen Demonstrationen gegen die Islamisierung. Also etwas, was in unseren Ländern noch völlig unvorstellbar ist und regelmäßig mit dem Vorwurf des Rechtsradikalismus oder Fremdenfeindlichkeit tituliert wird. Das ist in der Türkei ganz normal. Im Iran hat es jetzt wieder jüngst neue Bewegungen gegeben, das Regime dort zu überwinden. Aber Sie wissen auch, wie da gekontert wird, wie da letztlich gegengearbeitet wird. Der Iran ist natürlich ein ganz deutlich islamisiertes Land. Hier gilt die Scharia faktisch mit jedem Gesetz. Und ich hatte vorhin erzählt, was da weitergeht. Wenn Sie nach Afrika schauen, das ist vielleicht ein Kontinent, wo es am deutlichsten zu sehen ist. In Afrika haben wir vielleicht noch in Erinnerung in den 70er Jahren viele Bürgerkriege. Da ging es dann oft darum, den Kommunismus zu etablieren. Nun ist der Kommunismus weg in der Welt und wir alle sind froh darüber. Nicht froh sind wir, dass nun anstelle des Kommunismus viele afrikanische Länder islamisiert sind. Auch das wird kaum wahrgenommen. Selbst der ZDF hat im Jahre, glaube ich, 2000 war das schon, hat der ZDF mal berichtet über die Christenverfolgung im Sudan. Das war, ging mal durch die Presse. Es war ein sehr harter Bericht. Wer den mal gesehen hat, wird sich wundern, dass das nicht zum Aufschreien führt. Sondern das wird gezeigt und dann war es das wieder mal. Das zweite deutsche Fernsehen hat seine Pflicht erfüllt. Es wird ja auch nicht nachgesetzt. Aber diese Erscheinung, das ist jetzt mittlerweile 9 Jahre her, die finden Sie in vielen afrikanischen Ländern. Hier ist die Verfolgung von Christen und Andersgläubigen auf der Tagesordnung. Und wie gesagt, es geht einher mit Zwangsislamisierung, Vertreibung und so weiter. Also Afrika, viele Länder sind bereits mit diesem islamischen Gesellschaftsmodell, wenn Sie so wollen, überzogen. Für die Türkei will ich Ihnen vielleicht nochmal empfehlen, lesen Sie Nektar Kelek, meine bittersüße Heimat. Nektar Kelek beschreibt dabei in diesem Buch ihr Land und beschreibt ganz klar, wie dieses Land wieder hin zu einem islamisierten Staat marschiert. Und das Buch ist hochinteressant, kann ich nur jedem empfehlen. Diese Entwicklung, wenn man sie beobachtet in der Welt, die bleibt natürlich für in erster Linie natürlich integrationsunwillige Muslime in Europa und damit auch in Deutschland nicht ohne Folgen. Denn die sehen das auch, die nehmen das wahr und das führt natürlich auch dazu, dass man immer mehr den Eindruck gewinnt, man muss sich gar nicht integrieren, sondern der Islam, so wie es schon der Prophet Mohammed vorgesehen hat, wie es der Koran beschreibt und viele Hadithen, wird die Welt erobern.